niederschwellig Informationen unters Volk zu bringen, ist der Schlüssel zum Glück. So wie ich hier gerade ganz wichtige Informationen zahlreich in angenehmster Form vermittelt bekam, so kann hier ja jeder hinkommen und seine individuelle Frage stellen. Das finde ich super. Wir stehen sehr fest an der Seite der Menschen, der Bürger hier in Bonn. Und das ist auch dringend notwendig, weil wir im Wesentlichen zwei Krisen haben. Die eine Krise, das ist die Ukraine-Krise, die im Wesentlichen sich auch in Energiefragen niederschlägt und zu hohen Preisen führt. Hier sind Lösungen gefragt. Und das zweite, das ist der Langläufer der Menschheit, wenn man so will, der sich natürlich auch in Deutschland, in der Stadt niederschlägt, das ist der Klimawandel. Und hier wollen wir klimaneutral werden und auch genau diese Lösungsansätze sind heute Gegenstand der Messe. Wir werden in 2035 selbstverständlich nicht nur unsere Bahnen, sondern auch alle Busse elektromobil betreiben. Die Digitalisierung hilft an jeder Ecke. Heißt eben nicht nur Busse und Bahnen zu nutzen, sondern sich auch zurechtzufinden mit dem Auto, um einen Parkplatz zu finden, um eine Säule zu finden zum Aufladen und von da aus dann meinetwegen mit uns weiterzufahren, sehr, sehr gerne. Oder aber auch mit Clara oder mit einem Roller, den man darüber auffinden kann, buchen kann, bezahlen kann. Also Mobilität so einfach erlebbar zu machen wie möglich. Ja, wir haben uns Großes vorgenommen. Wir wollen halt weiter die Fernwärme in Bonn ausbauen, ne, weil wir haben heute schon sehr guten regenerativen Anteil innerhalb der Fernwärme und den wollen wir zukünftig noch ausbauen. Und dafür brauchen wir auch zusätzliche Kunden und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das in den nächsten Jahren auch gelingen wird. Sollte es zu einer Gasmangellage kommen, raten wir dringend davon ab, die Beheizung über Elektroheizgeräte durchzuführen. Erstens ist das sehr teuer und zweitens würde auch das dazu führen, dass gegebenenfalls unser Stromnetz überlastet wird. Und deswegen raten wir eben dringend davon ab. Also wir fordern jeden Bonner Bürger gerne auf, uns zu unterstützen bei dem Thema Energiesparen. Möglichst da, wo es geht, die Heizung runterdrehen, das Licht ausschalten, weil jede gesparte Kilowattstunde hilft, durch diese Krise zu kommen. Mich interessiert das Thema Fernwärme, aber auch die PV-Anlagen, sehr, die Solaranlagen. Ich bin aufmerksam drauf geworden aufgrund der schönen Banner, die mich angesprochen haben. CO2 reduzieren finde ich wichtig. Für jeden Einzelnen, aber auch für die Unternehmen. Ich möchte mich über Photovoltaik informieren. Ich möchte mich informieren, wie wir unabhängig werden können von fossilen Brennstoffen und einfach, dass wir was für die Umwelt tun können. Und ich glaube, da leistet die SBB ihren Beitrag zu. SBB on stage mit einer für alle, alle für Mutter Erde. Stadtwerke Bonn, Energie und Wasser. Wir für hier.